Er rückte eine Randsportart in den Fokus vieler Brandenburger. Nils Olaf Melcher ist seit seinem 11. Lebensjahr Radballer aus Leidenschaft. Zunächst in Luckenwalde als Spieler aktiv und ehrenamtlich engagiert, zog es ihn 2008 nach Luckau. Hier baute er wenig später beim hiesigen Läuferbund mit gerade mal 3 jungen Spielern die Abteilung Radball auf. Er war im Vorstand aktiv und besorgte die ersten Radballräder, Tore und Spielfeldbanden. Nils kümmerte sich um alles, organisierte Turniere, war Ansprechpartner für Stadt und Verbände, sammelte Gelder ein, pflegte die Pressearbeit, trat mit jungen Radballspielern auf, alles, um möglichst viele Kinder für diesen seltenen Sport zu begeistern. Weniger öffentlichkeitswirksam waren dagegen die langen Abende, die mit Räderreparaturen oder Förderanträgen zu Ende gingen. Doch all die Mühe trug Früchte. Seine Radballtruppe wuchs und auch die ersten spielerischen Erfolge wurden eingefahren. Im Jahr 2016 rief Nils dann einen eigenen Radsportverein ins Leben, der seitdem neben dem Radball auch Radrennsport anbietet. Nils Olaf schrieb die Satzung, baute Schul-AGs auf, die er immer noch leitet, und sitzt als Vorsitzender natürlich felsenfest im Sattel. Die Zahl der Mitglieder stieg im ersten Jahr von 14 auf 40 und heute zählt der Club sogar schon fast 80 Radsportverrückte. Der Slogan, nach dem Nils Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat handelt, lautet: Kann ich nicht, gibt es nicht. Sympathiegewinner im Sport 2021 ist vom Radsportclub Luckau Nils Olaf Melcher.